Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum AT-Alltag am Montag. Wir sind heute in der SU-14-2, das ist die Tier 8 Artillerie der Russen. Letzte Woche hatten wir ja die Simon. Und was soll ich sagen, der Autobus schlägt zu, also ihr seht schon, riesig groß. Und ich glaube, das Teil ist auch ziemlich gemütlich unterwegs. Ein Topspeed von 30, dreht jetzt nicht überraschend doch nicht so schlecht. Naja, gut, okay. Also, sagen wir mal so, die Mobilität ist eher bescheiden. Dafür hat sie ein bisschen mehr Bums. Nachladezeit mit der Mannschaft hier knapp über 36 Sekunden. Und ihr seht schon, typisch russisch natürlich der Einzielbereich. Ach, guck mal, die haben gar keinen Bock hier zu kämpfen. Einzielbereich sehr, sehr schmal gewählt. Gucken wir mal, ob wir auf den Kometen nicht noch was machen können. So, mein Freund. Ja, okay. Das war knapp. Es hat letztens jemand gesagt, ich sollte den Schüssen nicht immer so hinterhergeiern. Was ihr aber nicht seht, ist natürlich, dass ich, wenn ich geschossen habe, mich direkt schon bewege. Und ich kann ja trotzdem dem Schuss nachgeiern. Ja, schauen wir mal. Die hat den Vorteil, dass sie eine Lüftung einbauen kann, weil sie komplett geschlossen ist. Das ist natürlich ein Vorteil. Der Komet verschwindet da jetzt. Der T-28 sollte da nicht so schnell wegkommen. Ja, es sind keine Heavys da, ne? Also ihr seht schon, Westfield und das ohne Heavys, das ist schon irgendwie interessantes Matchmaking. Da ist der T-28. So, der sollte eigentlich treffen. Das muss wehtun. Hallo? Es gibt kein AP mehr. Wieso mache ich denn da bei einem... Ich mache bei einem Vollhit kein... Okay. Wir gucken mal kurz hier drauf. Wir haben 1050 Alpha, 52 Pen, Wirkbereich von 11 Meter. Ganz ehrlich, ich check's nicht. Aber gut. Ich hinterfrag das jetzt nicht. Mal gucken, ob wir überhaupt noch was abbekommen. Sieht nicht danach aus. Obwohl, ja, jetzt ist er aus. Okay. Gut, dann ziehen wir mal hier rüber. Sie dreht doch relativ gut, muss ich sagen. So, hallo Leo. Ja, und der Splash ist dann doch, ja, also so auf was leicht gepanzertes, relativ nice. Gefällt mir. So, wir bleiben mal hier eingezielt. 15 Sekunden, jetzt noch. Solange die Kollegen da offen sind, ist das ganz okay. Wir haben noch 6. 2, 1. So. Nice. Nice, sage ich dazu nur. So, der Komet hier drüben. Gucken, ob wir da rankommen. Ja, Problem ist, die da zu... Da steht immer noch was. Die Schüsse sind aus dem Busch hier gekommen. Ist halt dort gerade schwer zu treffen, weil die da am Hang stehen. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, auf was zu schießen, was gespottet ist. Zumal hier auf den Leo kann kaum jemand wirken. So, komm mal her, ja. Geh nochmal auf. Komm, Leo. Ups. 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 Ja, also den Leo in die Seite dann mal eben durchschlagen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, da war noch ein anderer Baum umgefallen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da noch jemand steht. Hierhin zu aimen ist jetzt na, tatsächlich ein Cromwell. Wir zielen mal ein. Ja, 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 entspannt euch. Ah, der war zu weit. Ich hab. Okay, zum Glück fällt der Schuss ein bisschen runter. Der war deutlich zu weit nach hinten geaimt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Cromwell sich noch ein Stück zurückzieht. Geil, wir kriegen den Support-Damage. Das ist gut.
Hellcat und E25. Arti ist schon raus. Die M12 hat sich verlegt, sehe ich gerade. Das ist interessant. Okay, der 40 TP geht raus. Die Hellcat dürfte jetzt auch nicht mehr allzu lange leben. Oder? Ich dachte, der Cromwell schießt auf die Hellcat. Da sie jetzt zu treffen wird, tatsächlich schwierig. Dann gehen wir mal lieber auf den Skoda hier. Der Skoda ist auch so ein Kandidat, den man durchaus durchschlagen könnte. So, wir zielen ein. Da ist noch ein P43. Jetzt bin ich aber gerade mal hier eingezielt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Okay, der P43 geht raus. So. Wir sind nicht die genaueste Artillerie, aber es ist trotzdem recht angenehm. Ich habe erst gedacht, dass es durch den engen Richtbereich irgendwie eklig werden könnte, aber das könnte jetzt eklig werden hier. Ah, der bleibt stehen, der hat keinen Bock auf uns. So. Sehr gut, den Leitner rausgenommen. Jetzt ist es noch eine Hellcat und der T25, der hier immer noch lebt. Gut, die Hellcat ist raus. Wir haben noch 12 Sekunden im Reload. Ich glaube, bis unser Team da ist, könnte das was werden. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht... Ne, kommt er nicht. Er kommt nicht auf die Idee, dass er irgendwie Artillerie will. Okay, der geht da raus. Wir machen 3 Kills. Am Anfang auf den T28 so ein bisschen, wo ich dachte, na, die Genauigkeit. Aber wir haben schon gesehen, auf weich gepanzerte Ziele, der Splash war dann doch recht nett so. Und natürlich den Leo in die Seite. Das ist ein bisschen glücklich gewesen, aber so ist es halt, ne? Gucken wir mal, was das hier am Ende in der Auswertung gegeben hat. War eine dritte Klasse. Gut, es war halt Top-Tier, deswegen... Ja, nur in Anführungsstrichen dritte Klasse. Schläger... Wir machen 1700 Damage, das ist Platz 2, 3 Kills, Erfahrungspunkte technisch mit 793 Platz 3. Wir machen noch 1200 Support, also insgesamt doch eine nette Arti-Runde, muss man sagen. 22.500 Credits und 1190 XP. Ja, erste Runde geht sich gut an, würde ich sagen. Trotzdem, Tarnwert hat die vermutlich nicht. Die ist jetzt nicht so schnell, das heißt, wenn man wirklich dann anfangen muss, die Position zu wechseln, also eine Flanke zu wechseln, weil man merkt, dass eine Seite fällt, das wird mit der vermutlich nicht ganz so einfach werden. Und deswegen, ja, vielleicht doch mehr teamabhängig als vielleicht was Mobileres wie bei den Briten oder den Franzosen oder halt den Amerikanern. Aber egal, wir gucken nochmal in der zweite Runde mit der SU-14-2. Ja, und so schnell wie man Top-Tier war, ist man dann auch wieder Low-Tier. An für sich die Karte jetzt aber nicht allzu schlecht. Diesmal sind auch wieder Heavies mit dabei. Ja, wir stellen uns irgendwo hier hinten hin, würde ich sagen. Mit unserem Autobus. Leistungsgewicht von 10,8 PS pro Tonne, das ist wirklich nicht toll, ne? Da sind wir uns einig, da gibt es bessere Artis. Aber es ist halt ganz nett, dass die geschlossen ist und dass man dementsprechend eine Lüftung einbauen kann. Das pusht dann die Gun nochmal so ein bisschen. So. Kommen wir auf den... Oh, da ist ja schon einiges unterwegs. 50... da komme ich gar nicht ran. Objekt hier hinten. Das wird aber vermutlich, na doch, eventuell durch den TVP nochmal aufgehen. Ja, den hätte man weiter vorhalten müssen. Ich stehe hier gerade auch relativ schlecht, muss ich zugeben. Wir müssen mal gucken, dass wir hier was machen, weil hier ist ja richtig Ballett gerade. Der 4400, der kriegt da aufs Maul, auf den 50.
Und das Objekt. 10 Sekunden. Oh, da rechts auch noch ein IS-7. Krass, was hier abgeht. So. Jetzt steht das Objekt leider gut, aber der geiert schon wieder. Ja, sehr gut. Genau, das war der Plan, mein Freund. Oh, er hat, so wie es aussieht, das Medkit gezogen. Trotzdem drücken die da jetzt drüber. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe leider noch ein paar Sekunden. Ist er gekettet? Nee. Den komme ich nicht. Also das Objekt muss jetzt hier herhalten. Ja, jetzt haben wir es nochmal gekettet. Sehr gut. Der IS-7 ist da schon rumgefahren. Seht ihr das? Der ist schon hier. Das ist gerade hier in der Mitte gerade keine gute Situation. Er darf auch nicht weiter vorfahren. Dann komme ich nämlich nicht mehr auf ihn drauf. Ich habe aber leider noch 10 Sekunden. Bitte im Track halten. So, 5, 4... Boah. Schade, ich hätte ihn lieber an die Seite bekommen. Denn der Frontalhit jetzt war nicht ganz optimal. Ich glaube, hier stehen wir. Ich habe schon ein bisschen Schiss zu stehen. Wir gucken mal. Baum umgefallen, ungünstig. IS-7. Boah. Die Art hier rum ist natürlich nicht geil. So, 50 TP. Oh, mein Freund, ich glaube nicht, dass du weißt, dass ich da nicht rankommen kann. So, wir ziehen noch mal ein bisschen ein hier. Boah, schöner Hit in die Seite. Der hat sich das, glaube ich, anders ausgemalt gerade. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Der Bruschetto da oben auf dem Flugzeugträger ist ehrlich gesagt nicht so geil. So, Objekt. Leider haben wir bisher nicht wirklich viel Support-Damage gesammelt. Das finde ich ein bisschen schade. So, IS-7 oder Objekt. Eigentlich muss das Objekt erstmal raus. Sollten wir eigentlich auch schaffen. Eine Kanone weniger. Komm schon. Boah, ich dachte schon, der geht nicht raus, weil der Schuss so komisch flog. So, IS-7. Wenn er da dran fährt, kriege ich Probleme. Carnarvon steht dort gut. Oder der Jagdtiger. Ne, der steht schlecht. 50 TP. Ja, 50 TP in den Arsch, würde ich sagen, oder? 6 Sekunden. Oh, den können wir sogar rausnehmen jetzt. Nein! Und da ist der RNG und nimmt uns hart ran. Ach, scheiße. Oh, kacke. Das wäre so schön gewesen, den 50 TP da raus zu haben. Oh, da bleiben wir im Stein hängen. Jetzt wird es der T-57 vermutlich machen, oder? Ja. Gut, dann, Mission. Hallo. Gucken wir mal, dass wir ihn hier... Er ist gekettet. Wir zielen ein. Und der Schuss ist raus. Und... Schönen Dank auch. Ja, Arti-Alltag, ne? So, Jagdtiger kommt jetzt hier runtergefahren, aber der wird da vermutlich auch nicht mehr lange leben. Vor allem werden wir da auch keinen Schuss auf ihn draufkriegen, weil er wieder in Deckung fährt. Dann werden wir uns nochmal lieber um den Stritzwagen hier hinten kümmern. Oder um den Type 61, der da vermutlich AFK gerade rumsteht. Da kriege ich wohl vermutlich auch nichts mehr ab. Na, 5... Komm schon. Oh ja, fast noch den Kill geholt. Also schöne 10er-Runde, muss ich sagen. Das Team hat gut gearbeitet, auch wenn ich in der Mitte ein bisschen Schiss hatte. So.
Aber haben sie gut gemacht. Und wir haben da auch gut supportet. Da ist die Arti offen, Stritzwagen offen. Ich glaube nicht, dass wir dann auf irgendjemanden was abbekommen. Stritzwagen geht raus, Arti noch 5 Hitpoints. Schießt nochmal und geht dann raus. Schade ist eigentlich nur, dass wir hier in der Runde nicht wirklich Support-Damage gesammelt haben. Aber trotzdem. Ah, das einzige der RNG-Schuss auf den 50 TP. Das hat mich natürlich wirklich ein bisschen geärgert. Das hätte deutlich besser sein können. Aber das war mal ein Arti-Alltag, der doch relativ gut war. Also die Arti jetzt. Haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Glück mit dem Team gehabt, das gehört dazu, aber an für sich, die Runden haben wirklich Spaß gemacht. Drei Kills, sage ich schon. Dritte Klasse, Schläger. Wir machen insgesamt 2051 Damage. Platz 3, ein Kill, 779 XP ist Platz, boah, irgendwo. Ja, es fehlt halt in der Runde der Support Damage. Wenn der noch mitgekommen wäre, dann wären wir, glaube ich, auch wieder weiter oben gewesen. Also wir sehen schon, schadenstechnisch ist die Arti wirklich nett. Man muss natürlich gucken mit dem Umzielen, weil der Richtbereich wirklich sehr klein ist, aber an für sich kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Zumindest das, was wir jetzt in diesen beiden Runden hier gesehen haben. 13.000 Credits plus 1.169 Erfahrungspunkte. Alles in allem, also heute mal ein ganz netter Arti-Alltag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt wie immer eure Meinung zu den beiden Gefechten in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.